Apropos, wir Sammler haben einen an der Klatsche. Ich darf vorstellen, einer der Filme, der definitiv nicht nur in meiner Sammlung ist, weil ich damit unbedingt etwas komplettieren musste. Und ich weiß, es hat mich damals, als ich es in meinem Sammlungsupdate gesagt habe, schon den ein oder anderen Dislike gekostet, aber es ist mir wirklich wurscht. Ich sage es gerne immer wieder. Ida ist ein Film, den hätte ich mir um nichts in der Welt gekauft. Den würde ich mir wahrscheinlich auch für nichts in der Welt freiwillig anschauen, weil ein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, polnisches Nonnendrama ist so ziemlich der Inbegriff des Films, der mich einfach nicht interessiert. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass alles, was ich bis jetzt in dieser Veröffentlichung gesehen habe, an Bildern von dem Film wirklich wunderschön aussieht und der Film sicher visuell überzeugen kann, aber es ist einfach etwas. Einerseits bin ich kein großer Fan davon, mir Filme mit Untertiteln anzuschauen. Synchronisiert ist er da nicht, vor allem schon einmal nicht auf Deutsch. Und es ist einfach eine schwierige Sache. Und das ist auch wiederum der Moment, ich kann mich noch erinnern, weil ich habe bei Plane Archive öfter für den Daniel mitbestellt, dass wir damals, als sie Ida angekündigt haben, wirklich beide überlegt haben, ob dieser Titel allein nicht eigentlich schon Grund genug ist, mit der Komplettierung der Plane Archive Sammlung aufzuhören. Irgendwo gibt's doch für jeden Sammler so irgendwo diesen Punkt, wo er dann irgendwann einmal sagt, okay, passt, so weit und nicht weiter. Aber wie wir vor mir hier deutlich sehen können, habe ich dieser Drohung wieder abgesprochen, habe ich sie nicht wahrgemacht, habe ich dann doch weiter gesammelt. Und ich muss ja sagen, als reine VÖ ist ja die Plane Archive Version von Ida relativ cool gelungen. Wir haben hier auch wieder einen sehr, sehr schönen Plane Archive Sticker, der normalerweise außen auf der Verpackungsfolie ist, aber eben bei mir hier drinnen gesichert und gerettet wird. Das Ganze sieht, finde ich, echt cool aus, aber ist in dem Fall wirklich ein Film, und ich muss es einfach in aller Deutlichkeit sagen, weil ich bin sehr, sehr, sehr ehrlich, der mich als Film zum Anschauen nicht interessiert, der aber eben einfach trotzdem in meiner Sammlung nicht fehlen darf, weil eben einfach Plane Archive komplett sein muss.